Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar geht es um die ganz neue Box Mainz Box. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heute ist Freitag und heute ist quasi der letzte Arbeitstag gewesen. Jetzt habe ich 3 Wochen Urlaub. Ja, was könnte es dann Schöneres geben, als dass dann auch noch eine neue Box auf mich wartet. Und zwar haben wir die hier. Da hatte nämlich die liebe Maria von der Metacrew mich angeschrieben und gesagt, Mensch Claudi, wir haben dich ja in unserem Verteiler von den ganzen Boxpalast.de Boxen, Pinkbox und so weiter, Instabox, Luxurybox, Barbarabox, Brigittebox und so weiter. Ja, genau. Bumsbox. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, Mensch, wir haben noch eine weitere Box in unser Portfolio aufgenommen. Die Mainz-Box. Möchtest du die mal testen? Klar, hier bin ich. Ja, die Box kommt alle 2 Monate, kostet ungefähr um die 25 Euro pro Box, ist auch wieder eine Beauty-Abo-Box und es ist quasi Beauty and Wellness für zu Hause. Du hast da so mindestens 7 Produkte in Originalgröße drin. In der Box sollen tatsächlich 13 drin sein und ein Warenwert von ungefähr 90 Euro. Da bin ich super gespannt. Und ja, ich kann natürlich auch eine Box an einen von euch verlosen. Selbstverständlich. Alles Informative dazu steht unten in der Infobox, wie der Name schon sagt, ne? Ja, wir gucken mal rein, oder? Ich komme ja gerade von der Arbeit, habe nicht wirklich was auf dem Gesicht, außer ein bisschen Mascara und Eyeliner. Mal gucken, ob sich das im Laufe des Videos ändert. Ich bin so aufgeregt. Das ist, glaube ich, die 2. Box, die Mainz Box rausgebracht hat. Genau, die 1. hatte ich auch schon mal woanders gesehen. Und jetzt habe ich auch einen. Und hier habe ich wieder einen Flyer. Liebe Claudia, Entspannung pur. Nee, Quatsch. Entspannung ist... ihr wisst genau, woran ich gerade denke. Ne? Ich habe Urlaub, Entspannung pur. Ja. Entspannung ist gerade in unserer von Hektik geprägten Zeit äußerst wichtig. Gönne dir mit diesen Produkten Auszeiten und genieße das süße Nichtstun. Du hast es dir verdient. Liebe Grüße, Maria vom Mainzbox-Team. Danke, liebe Maria. Du hast so recht. Du hast unfassbar recht. Ich liebe es auch mal, einen Tag in der Woche wirklich so einen Wellness-Tag einzulegen oder immer mal wieder. Und gerade jetzt, wenn ich Urlaub habe, kann ich das alles sehr gut gebrauchen, denke ich mal, was hier in der Box drin ist. Da ist die Box. So sieht sie aus. Sie sieht ziemlich cool aus, ne? Mir gefällt dieses Peachige. Und ja, begrüßen wir zusammen die Mainz-Box. Ja, dann hast du hier auch ein Mainz-Magazin mit dabei. Das ist dieses hier. Und das kostet normalerweise im Laden 2,95 Euro. Und da hast du halt so Beauty-Tipps, Wellness-Tipps, Rezepte. Hallo. Mein Freund fragte eben, ob ich schon weiß, was ich am Wochenende kochen will. Vielleicht weiß ich das, nachdem ich dieses Magazin durchstöbert habe. Gucken wir mal in die Box. Also sie ist von der Größe her... Ach, guck mal. Smile and Shine steht hier drauf. Ne? Das finde ich ja schon wieder sympathisch. Ich mag solche kleinen Geschichten auf Boxen mega. Genau. Die ist ungefähr so groß wie die Brigitte-Box und die InStyle-Box, würde ich mal so sagen. Von der Größe her, weil da hinten lagern meine ganzen leeren Boxen. Genau. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Sehr viel Pflege ist da, glaube ich, auch drin. Und ich glaube sogar was zu naschen. Aber wir gucken mal zusammen rein. Ich habe jetzt hier aufgemacht. Sie riecht nach nichts, nach Papier. Und hier haben wir auch wieder ein Häppchen, wo drin steht, was drin ist. Da gucke ich jetzt aber nicht rein. Aber hier hinten steht es auch schon wieder, ne? Smile and Shine. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Motto von der Box, also von der Mainz-Box an sich. Und das finde ich echt sehr charmant. So, wir haben ein schönes Schleifchen, ein Seidenpapier. Wir haben ein Klebi, wo drauf steht Smile and Shine. Mega. So, aufmachen. Den Klebi öffnen. Ja, ohne alles zu zerreißen. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Dann schauen wir doch mal zusammen rein, was sich hier drin verbirgt. Ich muss zu Anfang sagen, ich habe natürlich dadurch, dass ich die Kooperation habe, relativ viele Boxen im Abo. Das ist ja nicht so ganz normal. Normalerweise hast du ja so 1, 2, 3 Boxen im Abo. Und ja, dadurch wiederholen sich bei mir dann die Produkte ab und zu mal. Ja, aber das ist dann halt dadurch, dass ich halt so viele Boxen im Abo habe, beziehungsweise zugeschickt bekomme, dann der Fall. Ist aber nicht so schlimm, ne? Weil ich habe die Möglichkeit, das zu verlosen oder anderweitig weiterzugeben. Deswegen bin ich da tiefenentspannt. So, als erstes greife ich hier etwas raus von Semikolon, ein Leporello. Das ist ja cool. Kennt ihr Leporellos? Ich kenne die nur. Ich habe damals mal in der Automobilbranche gearbeitet und da hatten wir
das als internen Begriff für eine Art und Weise, wie man Schaumstoff falten kann. Ich krieg's jetzt gerade nicht auf. Ich muss mir eine Schere zur Hand nehmen. So, das ist echt schön. Also hier ist so ein, halt dieses, Ding. Ne, die Beschreibung, sage ich mal. Und hier hast du ein Schleifchen, was man aufmachen kann. Das ist von außen echt schön mit Stoff bezogen. Und dann kannst du das quasi so auseinander machen und da dann so Fotos und sowas reinmachen. Und das ist voll cool. Dann kann man also theoretisch kann man das dann so als Buch von beiden Seiten verwenden, dass du das so aufklappst und hast dann von dieser Seite die Seiten. Und dann kannst du das umdrehen und hast dann von dieser Seite die ganzen Seiten. Das ist schon cool, ne? Ich finde es ganz witzig. Oder man kann sich das so hinstellen und hat dann die Fotos da drauf. Also das ist schon ganz süß, gerade wenn es jetzt so um Babyfotos oder sowas geht. Das kann man dann auch schön verschenken an die Eltern zum Beispiel, wenn man ein Newborn-Fotoshooting gemacht hat oder so. Das finde ich cool. So, als nächstes habe ich hier mit in der Box von Ultrasun das habe ich aktuell tatsächlich auch in meinem Schrank stehen, eine Gesichtscreme gegen Pigmentflecken und das ist mit Lichtschutzfaktor 50. Das heißt, gerade jetzt im Sommer ist die einfach perfekt. Das ist ganz toll. Die hinterlässt keinen Weißschleier auf der Haut. Ich finde die super toll und habe die auch gerne in Anwendung. Aber ich werde die jetzt natürlich nicht aufmachen. Die ist nicht komedogen, das heißt, sie ist nicht pickelverursachend und sie ist für sensitive Haut. Die soll Feuchtigkeit spenden und halt Lichtschutzfaktor ordentlich geben. Und die ist mit Antioxidantien, mit Ectoin und mit Zusatzstoffen, die halt den Pigmentflecken vorbeugen. Das finde ich sehr, sehr cool. Und die ist sogar wasserresistent. Mega cool. Und das hier ist ein richtig, richtig cooles, teures Produkt, Leute. Echt. Ja, hier habe ich ein Produkt von Yves Rocher, was aber definitiv weitergegeben wird, weil ich hatte das schon in Anwendung. Es hat mir persönlich aber zu sehr gekühlt, zu sehr gebrannt. Das ist von Yves Rocher dieses Antimüdigkeitsgel für die Füße. Ne? Also das ist im Prinzip ganz interessant gedacht oder ganz gut gedacht, dass wenn du jetzt zum Beispiel im Hochsommer viel unterwegs bist, viel auf den Füßen bist, dass du dir zwischenzeitlich dann einfach mal die Füße damit eincremen kannst, damit die wieder entspannen, weil deine Füße dann noch relativ heiß werden. Jetzt aktuell ist es nicht so ultra warm, also es ist T-Shirt-Wetter, aber für mich war es halt einfach eine Stufe zu krass. Dann habe ich hier von Dr. Amas La Volta Shea Aloe Feuchtigkeitscreme. Das ist mit Aloe Vera und Shea Blattextrakt. Okay, das ist ein Produkt, was ich nicht kenne. Ich glaube, das ist eine Gesichtscreme. Was steht hier hinten drauf? Die La Volta Shea Aloe Feuchtigkeitscreme mit Aqua Kakteen. Och, guck mal. Und Shea Blattextrakt spendet jeder Haut nachweislich intensive Feuchtigkeit. Täglich morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen und mit kreisenden Bewegungen sanft einmassieren. Optimal auch als Make-up-Unterlage geeignet. So sieht es dann ohne die Umverpackung aus und ich finde, das sieht echt schick aus. Ne? Du hast hier das Goldene hier oben. Ich mag dieses Türkis. Türkis ist eine ganz tolle Farbe. Und ja, du hast hier einen ganz normalen Pumpspender. Und da kommt das Produkt dann raus. Ich mag es jetzt nicht anbrechen, weil es 12 Monate haltbar ist und ich will nicht, dass mir das dann kippt. Das ist bei Gesichtscremes immer so eine Sache. Aber das finde ich richtig toll, dass es auch so Feuchtigkeitsspenden ist mit Aloe Vera. Also da kenne ich jemanden, die sich da zum Beispiel ultra drüber freuen würde. Das wäre die liebe Vanessa vom Kanal Mrs. Rosa Rot. Die steht irre. Irre krass auf Feuchtigkeit und auf Aloe Vera vor allem. Also die ist echt ein Aloe Vera Junkie. Nachschub, die hatte ich schon mal in der Box, die ist mir jetzt aber schon leer. Das ist die Scented Candle Ice Cream von, Maisons du Monde, genau. Das Maisons du Monde ist so ein schöner Deko-Online-Laden. Also ich weiß nicht, ob es den auch so ganz normal gibt, ne? Dass man da halt nicht nur online einkaufen kann, sondern auch wirklich im Geschäft. Ich habe halt nur den Online-Shop gesehen und das ist eine ganz, ganz tolle Kerze. Ja, die riecht unfassbar schön. Schön süß. Oh, sommerlich. Ich mag den Duft. Also wirklich echt toll. Die wird auch wieder im Hintergrund bei mir stehen. Toll. Yay. Nachschub, Nachschub. Von Sebamed, den Anti-Aging-Faltenfüller. Auch den hatte ich schon mal in der Box drin. Aber den hat sich schon jemand aus meiner Backup-Kiste geschnappt. Und jetzt habe ich ihn wieder hier. Das ist toll. Das sind auch immer sehr begehrte Produkte, weil Sebamed ist einfach eine gute Marke. Die ist hautfreundlich, pH-neutral und so, ne? Und das kommt hier in so einem Tiegel und ist halt eine entsprechende Gesichtscreme. Also, ja, hast du halt zwei Gesichtscremes hier in der Box, finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Man hat ja
immer dafür die Anwendung. Ja, riechst du nichts durch, ne? Ist halt hier die Alu-Verpackung. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch versucht dran zu riechen, aber gut. Ich glaube, das ist auch ohne Parfümstoffe. Das heißt, da würde man eh nichts durchriechen sollen. Von daher ist es nicht so schlimm. Und ja, das ist halt auch noch Anti-Aging, sprich Faltenfiller, sprich mit Q10. Und eine gute Geschichte. Ja. Die beiden Produkte hatte ich tatsächlich auch schon in der Box drin von Alverde. Da habe ich den hier auch behalten. Rose irgendwas. Der Matt Lipstick in der Farbe 60 Rosewood Smile. Und der dazu passende Lip Liner. Die beiden werden aber in der Verlosung wandern, weil ich den hier schon habe und auch in Benutzung habe. Und dementsprechend, ja, brauche ich den ja nicht zweimal haben, bis ich sowas aufbrauche. Das dauert ja echt 100 Jahre bei so vielen Lip-Produkten, die ich besitze. Deswegen, die beiden werden demnächst mal verlost. Von Stix, oh ja, eine schöne Marke. Da hatte ich mal diese Kartoffelhandcreme drin. Die war ultra geil. Aloe Vera, eine Körpermilch, eine Bodymilk ist das hier. Auch wieder Aloe Vera. Oh Mann. Vanessa, wenn du zuguckst, die Box wäre was für dich. Da lege ich meine Hand für ins Feuer und da riechen wir doch jetzt mal dran. Die geben wir uns mal auf. Die kommt relativ fest da raus. Oh, die riecht aber angenehm. Die riecht richtig, richtig, richtig natürlich. Halt relativ ähnlich wie die Handcreme, die ich hatte. Es riecht sehr schön, sehr, sehr pflegend. Zieht unfassbar schnell ein. Also die ist jetzt auch schon eingezogen. Mm, die riecht angenehm. Die riecht richtig dezent. Das gefällt mir. Das ist eine tolle Geschichte. Ja, das ist eine schöne Sache. Also das wird bei mir sehr, sehr schnell leer sein, weil ich halt einen großen Körper habe. Aber das wird direkt bei mir ins Badezimmer wandern und verwendet werden. 98,5% der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. 7% der gesamten Inhaltsstoffe sind aus kontrolliert biologischem Anbau. Naturkosmetik nach dem EcoCert-Standard durch EcoCert Green Life zertifiziert, Standard verfügbar unter blablabla. Da kannst du es nachlesen. Guck mal, das ist vegan, das ist cruelty-free, das ist Naturkosmetik, das ist EAC-testet, das ist voll krass. Mhm. Und aus Österreich. Und wird demnächst verwendet. Okay, die wird auch in meine Backup-Sammlung wandern. The Humble Co. Die Natural Toothpaste mit Zahnpasta, genau. Mit Aktivkohle. Habe ich aktuell in Anwendung. Mag ich sehr gerne. Ich finde das Gefühl, ist halt wie bei einer normalen Zahnpasta auch. Aber wenn du dann in den Spiegel guckst und einfach den ganzen Mund schwarz hast oder so grau oder halt das ausspuckst ins Waschbecken, das ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, ne? Aber ich mag es trotzdem. Also eine gute Zahnpasta gefällt mir richtig gut. Caries Prevention, ja, ne? Vegan, natural, developed by dentists, also von Zahnärzten entwickelt und mit Fluorid. Ja. Aber so viele Zahnpasten immer in den Boxen, das finde ich ein bisschen schade. Ich persönlich wäre ein Freund davon, wenn die halt mal aufhören würden, so viele Zahnpasten in die Boxen zu packen, weil du wirst ja überschüttet damit, ne? Das hört ja gar nicht mehr auf hier. Also ich habe gefühlt in jeder zweiten Box, die hier halt bei mir eintrifft, eine Zahnpasta drin. Ist natürlich positiv, weil ich nie wieder in meinem Leben Zahnpasta kaufen muss. Aber ein bisschen viel, finde ich. Brainstorm für kreative Querdenker. Ein Schnupperspiel von Amigo. Ach, witzig. Ab 12 Jahren ein Partyspiel, 9 Karten und jede Menge Raum für Kreativität. Aus 2 der Karten muss eine Kombination gebildet werden. Auf geht's. Wer ruft als erstes die beste Idee rein und gewinnt die Karten? Okay, aha. Muss man mal ausprobiert haben, glaube ich, ne? Für kreative Querdenker. Aha. So, ja, eine Zahnbürste darf nicht fehlen. Die wird in meine Grabbelkiste wandern. Die sind bei mir immer weg wie warme Semmeln. Humble Brush natürlich mal wieder, ne? Wenn du die Humble Brush Zahnpasta hast, dann hast du auch eine Humble Brush mit drin. Das gehört einfach zusammen. So, dann haben wir hier Kaffeesahnebonbons. Die hatte ich schon mal in der Fressbox mit drin. Aus dem Hause Echt Sylter. Briesen Klömpjes, genau. Hatte ich tatsächlich ja, wie gesagt, schon mal in einer Box mit drin. Die werden auch weiter wandern, weil die habe ich auf Arbeit stehen gehabt, aber sie nicht genommen, weil ich trinke auf Arbeit einen Kaffee. Und brauche keine Kaffeebonbons, ne? Naja, ja. Ja. So, und dann haben wir hier so ein rosa Tütchen mit drin. Wellness and Spa Award Winner. Okay. Tada! Was ist das? Es ist erstmal eine rosa Tasche. Wellness and Spa Innovation Award. Gewinner 2017. Legorat Pro Hyaluron irgendwas. Okay, komm, wir machen jetzt erstmal die Tasche hier auf, ne? Ein Unboxing in einem Unboxing. Das ist ja was hier doch. Für Haut, Haare, Nägel und Bindegewebe. The Anti-Aging Beauty Drink. Ach, das ist ein Getränk.
was es nicht alle gibt, ne? Schönheit zum Trinken mit sichtbarem Verjüngungseffekt. Möchte ich das? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Dem Alterungsprozess von außen Einhalt gebieten zu können, ist leider nur endlich möglich, denn Cremes wirken oberflächlich und dringen nicht in die Tiefe des Gewebes ein. Es wurde Zeit, eine Technologie zu entwickeln, die dem Alterungsprozess von innen ganzheitlich entgegenwirkt. Jodelmentau. Endlich kann man Jugend trinken. Schmerzfrei und rein natürlich. Okay, ja gut, ne, dass man sich halt jetzt nicht irgendwelche Spritzen ins Gesicht jagt, da bin ich ja sowieso kein Fan von. Denn ich habe leider echt Angst vor Spritzen, ne? Das ist dreimal so ein Drink. Ich glaube, das ist auch immer das Gleiche. Der schaut so aus. Mich würde jetzt echt mal interessieren, was dann da drin ist, was dich so hübsch machen soll. Luxus für ihre Zellen. Morgens oder zwischen den Mahlzeiten 20 ml, also ein so ein Fläschchen, Regulat Pro Hyaluron zu sich nehmen. Danach 1 bis 2 Gläser stilles Wasser trinken. Ich glaube, dass die 1 bis 2 Gläser stilles Wasser tatsächlich mehr bewirken als das Fläschchen, oder? Empfohlen wird eine Anwendung über die Dauer von mindestens 6 bis 9 Wochen. Also 6 bis 9 mal ein so ein Gläschen mal 7. Also 42 bis 63 Tage. Und dann kontinuierlich alle 2 bis 3 Tage ein Fläschchen trinken. Bei Bedarf auch täglich. Wasser, dann diese Regulatessenz, kaskadenfermentiertes Konzentrat aus Wasser, Zitronen, Feigen, Datteln, Walnüssen, Sojabohnen, Zwiebeln, Kokosnüssen, Glycerin, Sellerie, Mungosprossen, Acerola-Extrakt, Artischocken, Erbsen, Hirse, Gewürzmischung, Kurkuma, Safran, Pflaumenkonzentrat, Birnenkonzentrat, Schachtelhalmextrakt, Ascorbinsäure, Zink, Gluconat, Hyaluronsäure, Kupfersulfat und D-Biotin. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Und diese 3 Fläschchen ist zwar gut und schön, aber wenn hier draufsteht, dass man das ja erst sehen kann, wenn du das über einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen nimmst, dann helfen dir diese 3 Fläschchen auch nicht viel weiter. Aber ich kann ja wenigstens mal gucken, wie es schmeckt, oder? Das heißt, man soll es erstmal schütteln. Ein bisschen nach Creme riecht das. Naja, Prost. Sauer. Mag ich nicht. Sehr metallischer Nachgeschmack. Haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Und ob es wirkt, ne? Da trinke ich lieber einfach nur so 1 bis 2 Gläser stilles Wasser. Das war auf jeden Fall die Box. Ich finde sie interessant. Waren ganz coole Produkte drin. Also du hast sowohl Pflege als auch dekorative Kosmetik, als auch ein bisschen Lifestyle-Produkte mit dabei. Auf jeden Fall kann man sich da schön Wellness mit gönnen. Ich glaube, zum richtigen Wellness-Abschluss hätte mir tatsächlich noch eine Maske gefehlt. Aber ich bin ja auch ein Maskenfreak. Heißt vielleicht anstelle von einer der beiden Gesichtscremes dann einfach eine Gesichtsmaske mit reinpacken. Aber ich fand die Box ganz cool. Mir hat es wohl gefallen. Hier blende ich dir mal den Gesamtwert ein. Entschuldigung. Wenn etwas sauer ist, dann hat man es noch im Mund, ne? Der wird auf jeden Fall so bei den 90 Euro liegen, denke ich, weil das doch recht hochpreisige Produkte sind, die hier mit drin sind. Aber trotzdem solide Produkte. Nichts, was irgendwie jetzt so kabäm ist, ne? Aber ich fand es ganz interessant, diese Box mal kennenzulernen und ich freue mich auch schon auf die nächsten Boxen und bin gespannt, was da so drin ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!